Volker Tews. Ich wohne hier im Herrengarten Winkel und wir haben hier seit einiger Zeit Halteverbotsschilder hinbekommen, um das Problem des Verkehrs, des Hol- und Bringedienstes der Eltern für die Grundschule in den Griff zu kriegen. Unserer Meinung nach ist das nicht gelungen. Das Problem ist eigentlich hier die Straße, die Sie hinter uns sehen. Dort wurde in der Vergangenheit immer in zweiter, dritter Reihe geparkt, was ja auch ohne Schilder nicht erlaubt ist, laut Straßenverkehrsordnung. Und wir als Anwohner werden durch dieses Halteverbot in unserem täglichen Lebensablauf und wenn wir Besuch haben, eingeschränkt. Mein Name ist Heinrich Wessel. Ich wohne seit 1977 hier im Herrengarten und habe auch die Entwicklung der Schule mitbekommen. Und dieses, was die Gemeinde versucht hat, durch diese Schilder, es ist für uns zu erleichtern. Der Schuss ist genau nach hinten losgegangen. Die Belastung für uns, wenn haben wir Besuch, bis zu gewissen Zeiten den Parkplatz räumen. Und wenn jetzt, wenn wir da parken, dann kommt der Ordnungsdienst weit ab von der Schule, irgendwo in der letzten Ecke von der Siedlung und schreibt die Leute auf und sie müssen 15 oder 25 Euro Gebühr bezahlen. Wir sind damit sehr unzufrieden und wir fordern, dass die Schilder wieder wegkommen.